Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy. Wir sind auf dem Weg zu Sektor 5, Final Fantasy 7. Ist schon oben. Ihr wisst das eigentlich bestimmt. Sollte Jesse ihm ja helfen. Ich hoffe, er kommt alleine klar. Wir sollten uns jedenfalls beeilen. Da habe ich schon eine Drohne. Na, ganz kurz. Ja, okay. Dürfen wir jetzt nicht mehr. Autofokus, deswegen kann ich das jetzt nicht so richtig angreifen, wenn da Mobs sind. Aber so geht's natürlich problemlos. So, zu, wo bist du? Wo ist denn der Zug? Ist der schon weg? Doch hier alles gerumpelt. So, beeilen wir uns. Wir sollen dem Hund, dem Maskottchen folgen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Dem Shinra-Klepper. Da ist er schon. Da sehen wir schon den Hund, der nach oben guckt. Wir schauen trotzdem noch mal ganz kurz hier diesen... Okay, darf ich nicht. Stamp zeigt den Weg. Dann gucken wir also irgendwo anders hin. Als hier hoch. Kriegen wir hin. Darf ich gehen? Nein. Stamp hat den richtigen Riecher. Die Schnauze von Stamp zeigt in die Richtung, in die wir müssen. Wir folgen einfach den Zeichen. Ja, das kriegen wir hin. Das hat er uns, glaube ich, beim letzten Mal, also in der letzten Folge, schon erklärt. Hatte ich sogar richtig in Erinnerung. Wieder ein paar Ratten. Wie sie da an die Wand geklatscht ist. Oh, schon verschwunden. In das Marco des Planeten übergegangen. Das ist was mit... Gestorbenen hier passiert. Oh, weg mit dem ganzen Scheiß da. Was ist das? Nicht gerade ein Da ist noch eine Kiste. Ein ganzes Nest? Ja, die Tiere in der Platte gedeihen und mutieren prächtig. Dank Marco. Daran ist das Marco schuld? Ja, also besser gesagt Shinra. Deine Welt ist beneidenswert simpel. Gefällt sie dir? Du bist herzlich willkommen. Ah! Widerlicher Schwein! Okay, und nicht weiter. Mit den komischen, saftigen, netzigen Nestern. Ja, da kann ich das mit der Dusche sogar mal verstehen. Das sagt sie öfter. Sonst denke ich immer, es war voll der ganz kurze Fight. Einmal draufhauen, fertig. War jetzt nicht so anstrengend und sie will eine Dusche, aber... Bei solchen komischen, schleimigen Ekelviechern... Oh, kann ich es schon verstehen. Also nicht wegschlagen, sondern... Ja. Lecker. Nice. Schön. Schön, dass wir das gemacht haben. Weiter. So ein. Sieht so dickfeuchig aus, als müssten die Eier legen. Komischen Stachel wie Skorpion. Irgendwie merkwürdig, aber gar keine Beine. Keine große einfach Sache. Noch im Bauch. Ja. Ja. Schön, Viecher. Schön. Ja. Mach wieder dieses eklige, schleimige Wabbelnetz. Uah, weg. Noch mehr? Noch mehr. Ist das ein bekanntes Terrarium, oder was? Ja, noch. Bitte was? Die ist ja riesig. Oh, da ist die Königin. Haben wir jetzt hier irgendwo? Ich würde so gerne mal. Gerne mal unsere Unterstützungsmaterie hier irgendwie nutzen, also von unseren Viechern, aber die gibt's hier nicht. Ich weiß nicht, wieso ich das hier nicht benutzen kann. Ich muss das vielleicht mal googeln oder so. Oh. Upsi. Aber wir können ja mal Fertigkeit. Impulsi, benutzen wir mal irgendwas davon. So, ich bin Level 37 geworden. Mann, war das widerlich. Ja, war schon ziemlich widerlich. So ein Ding mal einen Zug. Bekämpft die denn keiner? Muss wohl erst einen Unfall geben.
ist ja immer so. Ja, sieht schon irgendwie eklig aus, was hier alles so wächst und tropft und so. Ja. Die Königin hat hier die Eier gelegt. Schön, schön, schön. Okay, dann geht's hier weiter. Da vorne sehe ich schon wieder den Hund. Den baut sie. Stamps oder so. War nämlich der Name. Ist hier noch einmal Kisten für uns. Da noch einmal Kisten für uns. Jetzt kriegen wir da ein MP-Heilung. Kann ich das da auch gut? Das da auch kaputt machen? Nein. Wäre cool, wenn das explodieren würde, wenn ich es schlage. Zerschlage. So, einmal die Kiste. Dann schauen wir uns natürlich auch gleich den Automaten an. Diesen hier. Da ist auch nochmal eine Bank zum Regenerieren, aber das haben wir natürlich gar nicht nötig. So, halt wieder ein bisschen Munition. Da Kraftreife und was auch immer. Ausweich und Umschlag. Ja, okay. Brauchen wir alles nicht. Da ist ja sogar eine Katze mit dem Vogel auf dem Kopf. Okay, dann mal weiter. Immer der Schnauze nach. Ziemlich gut getroffen. Allerdings, ein Meisterwerk. Genauso hässlich wie das Original. Hässlich würde ich jetzt nicht sagen. Schon ein bisschen niedlich. Ich meine, er steht sicherlich nicht unbedingt besonders tolle Sachen. Schimmerer versucht wohl doch sie loszuwerden. Aber ziemlich halbherzig, wie es aussieht. Naja, immerhin haben sie da drüben scheinbar einiges. Warum kriegen immer wir diese dämlichen Jobs aufgebrummt? Aber echt, die Viecher sind eh bald zurück. Doch alles keinen Sinn. Ja, dafür habt ihr jetzt kurz zu tun und das ist viel schlimmer. Das Ding wird doch gewartet! Schon gewonnen! Gewonnen! Hast du recht. Mit dir und nicht weiter. Okay. War das alles? Ja, war scheinbar alles. Ist nichts zu holen. Hier sind noch ein paar Kisten. Da sind auch noch ein paar Kisten. Geh weg, geh weg. Da sind noch Kisten. Das ist ja übel, weil die Züge da lang fahren. Das muss echt schwer sein. Ah. Ja, können wir mal aufhören, da lang zu fahren, das nervt. Okay, okay, okay. Können wir dann nicht rüber? Also offenbar nicht. Okay, dann müssen wir wohl hier raus. Da war die Tür, hab ich doch schon gesehen. Lage wird besser. Lass uns sehen, wo wir sind. Ja. Da drüben ist auf jeden Fall der Hund. Ich würde nur ganz gerne nicht vor einen Zug laufen. Scheint aber gerade zu gehen. Ja, ich würde gerne laufen, aber es geht nicht. Ich darf nur in Zeitlupe herkommen. Ganz in der Nähe von uns befindet sich ein Bahndepot. Da wollen wir hin. Und dann? Gibt's einen Geheimgang? Geheimgang klingt gut. Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Avala. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Aber, Sir... Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden, und zwar mit Stumpf und Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Ach so. Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig. Und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Ja. Wir werden sofort den Testrobotern-Abschnitt E aktivieren. An die Arbeit! Ja, charmante Führungsperson. Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja! Ja, und mal wieder fällt mir auf, wie gut das grafisch gemacht ist. Gerade auch so die Gesichter und so. So, wo kamen wir her? Da drüben kamen wir her. Das blaue ist nichts. Wir sollen immer dem blauen Licht folgen. Ich weiß aber nicht, ob wir da was verpassen. Ich würde eigentlich ganz gerne mal schauen, ob wir da noch eine Tür haben, in die wir reinschauen können. Oder ob das hier alles, das ist, wir sind da, glaube ich, die ganzen Treppen hin und her. Das Signal ist rot.
Ja, das Signal ist, oh, das habe ich gesehen. Das war dann auch noch gelb. Das hier ist blau. Schlag ich einfach eine Wand ein. Aha. Das war kein Witz. Aber eigentlich ein guter Plan. Sind wir hier richtig? Nein, wir sind hier bald. Aber ich will hier doch mal kurz gucken. Lass mich doch mal eben um die Ecke schauen. Ob es hier irgendwo noch eine Tür gibt. Aber das sieht so aus, als würde es da sehr weitläufig irgendwo hingehen. Wir nicht hin müssen. Liegt da eine Drohne? Können wir die angreifen? Vielleicht... Du hast dich verlaufen. Doch. Nein, ich hab mich nicht verlaufen. Nee, das ist Quatsch. Ein leichter Gegner. Ja, denke auch. Ja, das ist auf. Sagen, wo sind die denn? So. Gut. Ja, schon erledigt. Hast du recht, haben wir gut gemacht. Eine Tür. Wenn ich jetzt hier gleich keine Tür sehe, dann laufen wir zurück. Stimmt dieser Weg? Nein, der Weg stimmt nicht. Stimmt, dürfen wir hier eh gleich nicht mehr weiter. Wir kriegen hier dieses Warnsymbol. Ich sehe auch keine Feinde mehr. Ja, okay. Dann müssen wir wohl umdrehen. Auch wenn ich gerne alles absuchen würde. So richtig. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, wir drehen gleich um, wenn ich keine Tür sehe, aber... Eigentlich überall da, wo wir nicht lang dürfen, kommt auch dieses Weg abgrenzen, quasi, dass wir da gar nicht lang gehen dürfen. Und solange wir da lang gehen können, fürchte ich, verpassen wir auch was, wenn wir es nicht tun. Du wirst dich doch wohl nicht verlaufen haben. Wenn du unbedingt darauf bestehst, können wir gerne umkehren. Noch mal an seinem Stolz. Ja. Lauf bitte nicht einfach ins Blaue, okay? Da wurden wir ja auch direkt aufgehalten. Das schaffst du gar nicht. Wir dahin sollten, wo der Hund schaut. Okay. So darf's weitergehen. Eigentlich ist viel von getan. Wenn hier Feinde sind, könnte das heißen, dass wir hier doch gleich was finden. Auch wenn wir gefühlte 4000 Kilometer hier gerade umsonst gegebenenfalls laufen. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. Das ist der falsche Weg. Ja, das habt ihr schon mal gesagt. Aber vielleicht ist hier vielleicht eine Tür und wir finden was richtig Cooles, was man sonst nicht kriegt. Oder wir laufen einfach nur umsonst hier lang und müssen den ganzen Weg zurücklaufen. Das kann auch sein. Da hinten haben wir nichts zu suchen. Ja, kann sein. Wow, das geht hier echt weit. Witzigerweise kommen wir gerade schon wieder näher an unser Ziel. Das könnte gefährlich werden. Wie sie mich die ganze Zeit warnen. Da vorne ist auf jeden Fall schon wieder eine Drohne. Keine Zurückhaltung. Okay. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, hierher zu laufen. Oder wir laufen einfach nur im Kreis. Weil wir jetzt schon wieder näher an unser Ziel. Die kehren auf der Stelle um. Kommen. Obwohl wir quasi in die falsche Richtung laufen. Ja. Ich darf mich jetzt nicht verzetteln. Nein. Es gibt ja jetzt auch nicht so viel Auswahl. Entweder nach Bonn oder zurück. Und wir laufen gerade die ganze Zeit zurück, sozusagen. Also wenn das hier falsch ist, dann... Hier sind sie nicht. So. Aber ich finde es lustig, dass es mittlerweile auch Cloud selbst sagt. Nächste Abschnitt C. Sind wir hier irgendwann schon gewesen? Ist das sozusagen da, wo der ganze Anfang ist? Falsche Richtung. Ja, hast du schon mal gesagt. Aus dem Weg! Genug! Dein Gefitter uns! Jetzt! Genug! So, ist hier jetzt irgendwo mal eine Tür, dass es sich wenigstens gelohnt hat, dass wir hierher gelaufen sind? Wow, gibt's hier eine Map?
ist das denn da? Kaufsautomat. Okay. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Raum, in dem wir nicht waren. Aber ich glaube, da kommen wir nicht mehr hin. Da vorne ist ein Raum, da waren wir schon. Okay, das heißt, wir können zurückgehen. Ich hätte vielleicht erstmal auf die Map gucken können. Laufen wir mal zurück. Okay, damit alle hoffentlich happy werden oder böse auf mich sind, aber ja, jetzt wissen wir Bescheid. Manchmal ist es so, ich sprinte übrigens schon, also schneller laufen geht nicht als um. Können wir nicht so eine Mini-Karte? Eigentlich kann man die auch oben rechts an die Ecke klatschen oder hat sie sonst draußen immer. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Aber naja, muss ich nur hoffentlich dran denken, dass wir immer mal wieder drauf schauen. So, laufen wir jetzt in die richtige Richtung. Jetzt, wo wir richtig laufen, sagt keiner mehr was oder was. Nur, wenn wir falsch laufen, meckern alle. Auch nett. Könnt ihr nicht mal fragen, wie es so geht oder was ich gefrühstückt habe oder irgendwas? Nö, jetzt redet keiner mehr mit mir. Die sind sauer, dass wir den ganzen Weg doppelt laufen müssen. Waren wir wieder in dem anderen Abschnitt, wo wir hin müssen. Da gibt es dann gleich auch wieder eine Karte. Jetzt gehen wir wieder weiter weg von dahin, wo wir hin müssen. Aber ich glaube, nach der nächsten Kurve geht es dann wieder nicht daran. Lauf schnell, lauf! Ja, okay, ist ein bisschen langweilig, einfach zu laufen, ohne irgendwas dafür gibt. Und vor allem jetzt, wo nicht mal mehr die Drohnen da sind, um zwischendurch kurz zu kämpfen. Wir ignorieren den Teil einfach mal kurz. Und dann sind wir auch gleich wieder da, wo wir hin sollen. Und gehen quasi den richtigen Weg. Also ich wäre ja außer Puste, wenn ich die ganze Zeit so viel laufen müsste. Meine, man muss ja nicht gleich keine Kondition mehr haben, aber schnell atmen würde doch wahrscheinlich jeder. Aber natürlich nicht unsere drei hier. Oh, da sind wieder Drohnen. Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, alles, was wir hier gerade eben getötet haben, ist auch einfach immer noch weg. Sehr schön erledigt. Alles erledigt. So, jetzt geht's auch schon wieder nicht daran. Ich glaube, wir haben bei 800 irgendwas angefangen oder so. Obwohl es vielleicht doch noch ein Stückchen weiter ist als davor. Na, jetzt geht's schon wieder langsamer. Ich glaube, wir schon wieder ein bisschen mehr parallel. Da. Ich bin mir ganz sicher, dass wir gleich da sind. Dauert nur noch vier oder ein Jahr, es tut mir leid. Nochmal Drohnen. Also nochmal ganz kurz Action beim Kampf. Nichts leichter als das. Los dahin! Genau so! Ja! Bis hier und nicht weiter! So, mein Rekrut hat die nächste Stufe erreicht. Sehr gut, dafür haben wir sie gekauft gehabt. Zumindest dich nicht! So, dann nach der nächsten Ecke muss es doch aber gleich in die richtige Richtung gehen. Da müssen wir doch jetzt langsam mal zurück sein. Ich sehe noch nicht so viel. Hier rechts und links. Ja, ich glaube, hier war das. Genau, da sind wir gerade rausgekommen. Okay, dann waren wir doch nicht bei 800, sondern wir waren hier bei 500. Hier waren die ganzen Ekelteile. Genau, und jetzt laufen wir quasi aktiv in die richtige Richtung. Schauen wir nochmal ganz kurz auf die Karte.
Okay, da vorne ist ein... Hier. Eine Tür, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir müssen dann gleich nach links, aber wir laufen hier ganz kurz natürlich einmal zu dieser Tür. Das ist ja gar kein Umweg mehr im Vergleich zu dem Umweg, den wir eben gerade gemacht haben. Ja, noch so ein Köter. Wir sind also noch auf dem richtigen ja, Weg. Ja, wieder. Eigentlich ist es die ganze Zeit der gleiche Weg, nur mal mehr in die eine und mal mehr in die andere Richtung. Aber hier muss es doch irgendwas geben, sonst gäbe es doch diesen Raum nicht. Jawohl, das lohnt sich. Lederschutzreif, der hätte uns bestimmt geholfen hier beim ersten Mal. Okay. Die Eindringlinge! Oh. Ja. Weiter geht's. Oh, ihr seid schon tot. Ist für ihn in Ordnung. Die Ampel ist gerade rot geworden. Das ist die falsche Richtung. Ja, ich weiß doch, dass es die falsche Richtung ist. Aber mal ganz kurz da um die Ecke gucken. Diesmal wirklich kurz. In die Richtung geht's zum Bahnhof, nicht zum Bahndepot. Ja. Kehrt Marsch, ah, so. Genau das habe ich erwartet eigentlich bei dem anderen. Dass man dann quasi aktiv gestoppt wird und dass es nicht passiert. So kann ich mir nämlich sicher sein, dass ich auf jeden Fall alles mitgenommen habe, was es gab. Kommen wir hier rüber? Springen können wir nicht. So, dann laufen wir also hier lang. Wo ist denn der Hund? Da ist der Hund und der guckt nach links, deswegen müssen wir hier du links kannst vorbei. Kannst Stamp echt nicht leiden, was, Barrett? Der Kleine kann nichts dafür. Aber ich kann es nicht ausstehen, dass sie das nicht so glorifizieren, als den Begriff der Loyalität sozusagen. Der arme Stamp. Das erinnert mich an ein Buch von Marlene. Mit einem riesigen Labyrinth, das nie enden will. Wohin man auch geht, nichts als Wände. Einfach zerstören. Du redest ja schon wie Barrett. Ich nehm's zurück. Okay. Ich warte mal kurz. Kurz warten? Wo seid ihr? Da drüben. Ja, komm her. Hat mich keiner gesehen, die sehen mich nicht. Der Weg wird schwerer bewacht, als ich gedacht habe. Scheint ein ganzes Nest hier zu sein. Werden wir wohl ausräuchern müssen. Ja, sieht so aus. Kriegen wir hin. Und alles einfach kaputt. Ich hab ja gerade oh, eine Tür. Die nehmen wir doch mit. Hier rein. Was gibt's hier für uns? Kisten. Okay, Heilung durch Marconit. Hier ist nichts. Das ist ja schon fast wenig, was wir hier bekommen. Ich mach die Tür wieder auf. Die geht in beide Richtungen. Das ist wie so eine Schwingtür. Okay, da vorne sind auf jeden Fall Feinde, die... Da sind sie! Wir sind euch immer ein Schritt voraus! So... Nehmen wir Blitzrad, das reicht hoffentlich. Ah, oh, das bin ich getroffen. Ah, das ist auch nicht das vorbei. Das Tor ist verriegelt! Wir nehmen die Treppe! Ja, wir nehmen natürlich die Treppe. Schau mal, dass wir vielleicht ein, zwei Minuten hier länger machen, weil wir rumgelaufen sind umsonst. Aber ich fürchte, dass die Folge dafür umso später kommt. Der Plan stammt weil von Biggs, es oder? Nämlich schon ziemlich spät und knapp dann sind ist. Wir besser vorsichtig. Was willst du damit sagen? Es dann immer noch dauert, bis wir hochgeladen, rendern, hochladen, prüfen, YouTube und so. Deswegen kann das schon mal einen Moment dauern und es, ich hoffe, es kommt nicht zu spät. Ich dachte, dieser Abschnitt liegt still. Dachte ich auch. So, hier gibt es auf jeden Fall nochmal Musik zu kaufen an dieser Stelle. Hier finden wir Materia. Das ist ein super Raum, den finde ich klasse. Genau, hier kann man die kaufen. Wir haben die schon gekauft. Deswegen, genau, seht ihr schon, sie ist hier ausverkauft. Alles, was es hier gab, habe ich schon leer gekauft. Sternreif, den haben wir zweimal. Genau, okay. Also für neue Spieler oder die, die das zum ersten Mal durchspielen, der Weg in diesen Raum lohnt sich auf jeden Fall. Hier sind noch ein paar Feinbies. Oh, an uns kommt ihr ganz sicher nicht vorbei! Geht viel auf! Geht viel auf! Ich glaube, wir kommen ganz easy peasy an euch vorbei. Jetzt oh, ja. Okay, wir
die Medaille. So, dann noch hier durch. Wo kommen wir hier hin? Seltsam was. Können wir hier nicht lang? Nein, da können wir nicht lang. Ach so, jetzt sind wir sozusagen genau einmal außen rum. Wir waren da drüben hinter dem Ding. Halt die Augen nach unserem treuen Freund auf. Zeig dir, wo der Geheimgang ist. Ja, das machen wir doch. Wir machen hier nur eben einmal alle Kisten. Da vorne ist doch unser treuer Freund da. Also genau da. So. Hier noch, hier noch. Manchmal nervt es mich, dass er sein Schwert wegpackt und dabei so langsam ist. Gut gemacht. Der sieht ein bisschen böse aus, so als würde er gleich anfangen zu leben und dann ist es aus mit uns. So, da ist auf jeden Fall hier. Genau, der Gang. Ich hoffe, wir haben jetzt keine Videosequenz, die 100 Jahre dauert. Mhm. Damit die Folge... Ah ja, doch, er wird... Mhm. Also wenn die Folge ein bisschen später kommt, ich hoffe, ihr seht es mir nach. Das stand nicht im Plan. Verzieh den Schrott auf! Das schaffen wir doch. Ein älteres Modell. Ungewöhnlich. Verdammt, Herr Tünder! Was sollen wir tun? Seht doch da! Ein Makrogenerator. Das ist sein Antriebskern. Dann halt den Schild auf! Ach, one hit. Was kommt jetzt? Die Drohne? Kann ich die animieren sehen? Ah, er macht es selber. Da ist was gekommen. Das sind Drohnen. Dann lass mich fahren. Ja, erstmal genau. Die Drohne mal bitte angreifen. Ist noch eine. Sehr gut. Das ist auf. Alle erledigt. Oh, beschwören, jetzt könnt ihr es endlich sehen. Es muss erst scheinbar lange genug gehen, damit wir das benutzen können. Und weil wir nur noch so schnell waren, deswegen ging es wahrscheinlich nicht. Jetzt gerade Ifrit. Das ist Ifrit, darf ich vorstellen. Unser Freund und Helfer. Und der steht jetzt hier und kämpft mit uns. Haut da jetzt voll drauf. Richtig cool. Vielleicht können wir mal ganz kurz parallel. Er hat hier noch Flammensturz. Oh, ach so, die können jetzt alle... Genau, wenn einer da ist, haben alle sozusagen das, obwohl es verschiedene gibt. Aber man kann ihm dann sozusagen anstelle der normalen Fähigkeiten mit dieser ATB-Leiste, die auflädt, Zusatz-Skills sozusagen nutzen lassen. So ähnlich wie die anderen im Team. Das ist automatisch machen. So ist das bei erstmal auch. Okay, den haben wir. Sehr schön. Weiter. Ifrit hat uns geholfen. Beim nächsten Mal zeige ich euch einen anderen. Hier lang. Dass ihr die anderen auch mal seht. Ich weiß gar nicht, am Anfang hat man, glaube ich, noch Schieber. Ich weiß nicht, wen wir noch haben, aber mit der Zeit werden wir sie auf jeden Fall alle sehen. Ich habe jetzt natürlich schon mehr, als man zu dieser Zeit normalerweise von der Story her hat, aber... Wie bedauerlich. Bericht von der Analytik. Es kam beim Kampf zu Störfrequenzen. Und dann ist die Übertragung plötzlich abgebrochen. Das sieht er wohl selber. Was für Störfrequenzen? Gestört haben höchstens eure unfähigen Finger auf dem Schaltpult. Sir, das Analysemodul hat einwandfrei funktioniert. Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen. Versuchsobjekt? Sind wir das? Diese Unruhestifter. Ja, das sind wir. Die Kameras in Abschnitt E sind ausgefallen. Der Direktor. Präsident. Ja.
Ja. Kein Grund zur Besorgnis. Gewiss nicht. Die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen. Wie groß und ja, kräftig er ist. Selbstverständlich, Herr Direktor. Breit und Riesenschatten und Riesenhände, Riesenkopf. Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen. Ja, Sir. Ja, da ärgert er sich ein bisschen. Wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Ja, er ist schon echt groß. Sir. Jetzt guckt doch nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich. So Leute, zu Leuten, die mir nützen. Ja. Ja, lach dich kaputt. So einfach wird es mit uns nicht. Definitiv nicht. Der Gang ist hinter dem Container. Zieht die Bäuche ein. Okay, das heißt, wir sind hier schon ruhig. Gibt's hier noch was zu looten? Nein, aber wir können hier durch. Ach komm, da passt du doch. Passt du doch durch. Hier steht. Schon ganz schön witzig. Musstet ihr euch in Reaktor 1 auch mit so großen Kampfmaschinen rumschlagen? Ja, eine sah aus wie ein Skorpion. Das Skorpion. Womit könnte man das vergleichen? Hm? Ja, gute Frage. Ja, ist doch völlig egal. Ja, hat er auch recht. Ist eigentlich auch völlig egal. Okay, so, Platte, Wartungsgang. Wir sind im Wartungsgang, wir sind hier durchgeschlichen. Wir haben die Feinde besiegt. Ich würde sagen, alles, wir machen dann hier den Cut. In der Hoffnung, dass die Folge noch... es wird sehr eng. Halbwegs pünktlich kommt. Wahrscheinlich kommt sie zu spät. Ich bitte um Entschuldigung, aber ja, dafür haben wir jetzt ein paar Minuten länger, weil ich ein bisschen sinnfrei rumgelaufen bin. Da vorne ist schon das Pult, wo wir hin müssen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also, danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.